Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Story of Seasons Folge. Ja, ich habe gerade gestartet und ich hatte ja am Abend vor diesem zweiten Herbsttag, glaube ich, gespeichert und habe mir dann gedacht, naja, überspringe ich das Schlafengehen einmal und dann passiert auf einmal das hier, ein neues Gebiet. Guten Morgen, Shiva, ich bin es, Veronika. Dank deinem und dem Einsatz der anderen Farmer möchten mehr Länder mit uns handeln. Ich möchte hiermit meinen Dank ausdrücken. Da mehr und mehr Touristen zu uns kommen, darfst du nun ein Gebiet in der Stadt bearbeiten. Schon wieder. Danke dir. Erlaube mir nun, dir das neue Gebiet zu zeigen. Ich habe bisher noch nicht eins bearbeitet, weil ich mit meiner Farm noch nicht mal hinterherkomme. Aber okay. Oh Mann, und ich dachte, es wäre was Wichtiges gewesen, aber okay. Du bist nun dazu berechtigt, dieses neue Gebiet hier zu bearbeiten. Juhu! Toll! Wahnsinn! Toll! Und dieses neue Gebiet hier. Ich belasse die Dinge in deinen fähigen Händen. Weißt du, ich darf bald alles machen hier in dieser Stadt und sie darf bald gar nichts mehr machen oder muss bald gar nichts mehr machen. So, heute sind alle da. Stimmt ja. Und wir müssen jetzt sowieso erstmal wieder gießen. Oh, Moment. Hier ist noch Post. Sein Land hat neue Waren im Angebot. Hüttenland hat neue Waren im Angebot und einen Brief von Witchy. Hiermit erkenne ich dich, Shiva, als meine Lakaien Nummer 1 an. Sei dankbar. Oh mein Gott. Hier ist so merkwürdig. Hier ist so merkwürdig. Das glaubt ihr gar nicht. So, ich fülle die Gießkanne und bin schon fertig mit der Welt hier. So, alles schön gießen hier, Karotten, Süßkartoffeln, alles. Sehr schön. So, dann gucke ich jetzt erstmal nach meiner Katze. Oh, sie braucht auf jeden Fall Katzenfutter. Oder halt Haustierfutter. So, ach, da brauche ich ja... Boah, ich wollte gerade sagen, ich... beenden... Wähle eine Haustierhütte. Ach, das ist doch Blödsinn. Ich habe doch nur eine. Wie viele Haustiere soll ich denn haben? 100? So, jetzt hier rein. Eier alle einsammeln. Hey, du musst schneller wachsen. Mensch, Jana, das geht gar nicht. Wachse schneller. Jana, du wurdest schon gestreichelt. So. Jetzt haben alle Hunger. Braucht ihr neues Futter? Braucht ihr neues Futter? Braucht ihr neues Futter? Ja, brauchen sie. Natürlich. Natürlich. So, bitteschön. Okay. Dann weiter im Text. Hier auch noch alle einmal streicheln. Ach, ich sollte mit dem Melken anfangen, damit der Text nicht immer so lang ist. So, steht doch nicht alle auf einen Flecken hier. So, die können ich beide kuscheln. Und kuscheln und aufheben. Und bürsten. Ich habe das Düngen vergessen gerade. So, jetzt, Mensch... Yuki, lauf mir nicht immer hinterher. Ich werde da kirre. So, jetzt hier einmal weg. Ich habe voll die Kuh dabei abgestochen, aber egal anscheinend. So, das haben wir geschafft. Jetzt muss ich noch eben düngen. Das ist wichtig. Das habe ich nicht vergessen. Und schon wieder ist das Herzchen weg. Gott, das Düngen kann doch echt nicht so anstrengend sein. Ich meine, sie muss einmal den Arm ausstrecken. Und trotzdem, schaut euch das mal an, wie viele Herzchen ich dadurch verliere.
Ist ja nicht zu fassen. Naja, wir heben jetzt alles auf, was wir aufheben können und werden das dann auf jeden Fall verkaufen. So viel ist schon mal sicher. Ich hoffe, dass wir dadurch dann die 40.000 zusammen haben. Dann kaufen wir das Nähatelier. Dann kaufen wir ganz viele Leinsamen und dann mache ich das, was ihr gesagt habt. Leinsamen anpflanzen. So, hier gibt es einen Pilz. Oh, hier liegt schwarzes Holz rum. Das ist gut, denke ich. Das kann nur gut sein. So, die Libelle nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir eben hier unten. Ach, Moment. Dich nehme ich auch noch mit. Na, komm schon. Komm schon. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Denn wir brauchen verdammt viel Geld. Ich wünschte ja, etwas anderes wäre endlich mal passiert. Dann hätten wir wahrscheinlich schon längst ganz viel Geld. Aber nö, es passiert einfach nicht die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Warum passiert das nicht? Wann passiert das endlich? Wann nur? Ich weiß es nicht. Es ist so traurig. Naja, wenn es passiert, dann werdet ihr mich hier jubeln hören, weil ich mich dann sehr darüber freue. Ich kann leider nicht mehr so viel tauchen gehen, oder? Ich meine, wir können es versuchen. Aber ich glaube, richtig oft tauchen können wir leider nicht mehr. Dafür werden unsere Herzchen einfach nicht mehr reichen. Aber naja, so ist das. So. Also, was sagt der Plan für heute? Wir brauchen Fische. Das sagt der Plan für heute. Wir brauchen Fische. Wir müssen verkaufen. Wir müssen so viel fangen oder wenigstens fischen, dass wir wenigstens diese 40.000 zusammenkriegen. Alles andere kommt dann schon noch. Dann haben wir noch genug Zeit sozusagen, um das fertig zu machen. Was ist das denn? Eine Kastanie? Wahrscheinlich. Gott, ich bin schon so aufgeregt, weil ich ganz genau weiß, wir haben bald unser Nähatelier zusammen. Aber nicht, wenn wir hier immer nur Fischgräten rausholen, Mensch. Dann kriegen wir das Nähatelier definitiv nicht zusammen. Ja, das schöne Getreidefeld. Getreide kann ich leider nicht anbauen. Oh, hier gibt es auch wieder viel zu sammeln. Komm, alles schön aufheben. Sehr gut. Das auch noch mitnehmen. Ein Hirschkäfer haben wir gefangen. Komm, so. Perfekt. Ach komm, warum fängst du die Libelle nicht? Wo hängt denn die Libelle immer rum? So, noch einen lustigen Käfer. Und dann gehe ich nochmal eben fischen. Und ja, ich weiß, ich habe noch kein neues Fischgehege aufgestellt. Aber ich denke, ich werde damit auch noch warten. Im Moment brauche ich die Fische sowieso alle eher zum Verkaufen. Yeah, ein Tintenfisch. Der gibt ordentlich Geld. Vielleicht haben wir es dann sogar schon. Ich meine, so viel fehlt ja nicht mehr bis zu den 40.000, ne? Muss man ja mal so sagen. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich heute noch hin. Oh Gott, ich würde mich so freuen. Was? Meine Tasche ist voll? Ach nein, das darf nicht wahr sein. Sortieren. Okay. Toll. Alles für einen kleinen Stint. Super. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal verkaufen. Dann sind die Taschen wieder leer und dann gucken wir weiter. Genau, so machen wir das.
So, wird's gemacht. Moment, eigentlich würde ich ganz gerne noch... Na gut. Okay. Da kommt einfach nichts raus. Oh, toll, eine Blume. Ich bin nicht begeistert. Echt nicht. Oh, Moment, ich sollte vielleicht auch mal in die Gilde gehen. Einfach um zu gucken. Agathe stellt sich vor. Ist es das? Ist es das, worauf ich gewartet habe? Oh, hallo Shiva. Was macht das Farmleben? Wenn du irgendwelche Sorgen oder Fragen hast, zögere bitte nicht damit, zu mir zu kommen. Hallo, ich bin wieder da. Oh, willkommen zu Hause. Es kommt mir vor, als hätte ich dich ewig nicht gesehen. Wie war die Reise? Spitze! Ich war an dem großartigsten Ort, den es gibt. Da waren überall Tiere. Es war wie ein Traum. Tatsächlich? Ich freue mich schon darauf, alles darüber zu hören. Oh ja, richtig. Ihr beide seht euch gerade zum ersten Mal, nicht wahr? Oh, hallo. Und wer ist das? Das ist Shiva, die neue Farmerin, die ich in meinem letzten Brief erwähnt habe. Ach, du bist also Shiva. Schön, dich endlich kennenzulernen. Ich heiße Agathe und bin Ranger. Was ein Ranger ist, das ist mein Beruf. Es ist eine tolle Arbeit, bei der ich den ganzen Tag draußen mit den Tieren verbringen kann. Wie du siehst, haben wilde Tiere es Agathe richtig angetan und als Ranger ist es ihre Pflicht, Tiere und Pflanzen zu beschützen und zu bewahren. Stimmt genau. Jetzt, wo Agathe endlich zurück ist, sollte es bald wieder möglich sein, Safaris zu veranstalten. Agathe, denkst du, du bist schon wieder bereit, Safaris zu leiten? Und wie? Überlass das ruhig mir! Die Safari führt durch ein Gebiet, in dem ganz viele wilde Tiere leben. Wenn du dich bei der Gilde anmeldest, kann ich dich auf einen Ausflug dahin mitnehmen. Oh, und vergiss nicht, du kannst auch Tiere mitnehmen. Die können da einen richtig ruhigen und entspannten Tag erleben. Das wäre wie Urlaub für sie. Agathe möchte dort bestimmt erstmal einen Rundgang machen. Nachdem sie so lange weg war, willst du sie nicht begleiten? Ja, das wäre klasse. Komm mit, wenn wir da sind, erzähle ich dir alles darüber. So, da wären wir. Ist das nicht der tollste Ort überhaupt? Wo du auch hinsiehst, nichts als Natur in ihrem ursprünglichen Zustand. Alle Tiere hier lieben es. Danke. Als Ranger trage ich hier die Verantwortung, also freut es mich natürlich, dass es dir gefällt. Also gut, lass mich dir ein bisschen von der Safari erzählen. No! Das hier ist Weißkleefeld. Wenn du Tiere über die Gilde zum Safari-Park bringst, findest du sie hier. Alle Tiere lieben es hier. Wenn sie gestresst sind, können sie sich richtig entspannen und alle Sorgen vergessen. Sie lassen sich nicht mal vom Regen stören, wenn sie hier sind. Wenn du sie oft hierher bringst, könnte vielleicht sogar etwas richtig Tolles passieren. Man weiß ja nie. Wenn du etwas beim ersten Mal nicht verstehst, schau in dein Bücherregal. Ich werde da ein paar nützliche Bücher reinstellen. Safari-Regeln und Bergbau. Na dann gehen wir zurück. Willkommen zurück, ihr beiden. Schön, wieder hier zu sein. Wie hat es dir gefallen? Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Wenn du dem Safari-Park einen Besuch abstatten möchtest, brauchst du das nur mit mir zu besprechen. Und wenn du ein Pferd hast, kannst du sogar direkt von der Pferdestation aus dahin reisen. Ich gehe dann mal nach Hause. Ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen, Shiva.
Das Safariland ist da. Ah, endlich. Ich habe so lange darauf gewartet. Ey, jetzt werden wir reich, Leute. Mit Sicherheit. So, das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich werde erstmal alles verkaufen, was ich in meinem Inventar habe. Und dann werden wir das direkt einmal ausprobieren und werden zum Safariland reisen. So, Moment. Hüttenland wollte die Fische haben, deswegen verkaufe ich hier, weil ich nämlich Fische habe. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Und wie wir gucken. Pilzkoralle. Ist eine Kochzutat. Werde ich einfach mal behalten. Hier sind meine Fische. Kleiner Karpfen, der Lachs, der Tintenfisch und die Schnecke. So, dann noch die Hirschkäfer, diesen komischen Diskuskäfer. So. Gott, ich freue mich gerade so. Ich freue mich gerade so sehr, dass endlich die Safari da ist. Endlich ist das Safari-Gebiet da. Es wurde aber jetzt auch Zeit. So, und 40.000 haben wir auch. Yeah. Uns kann nichts mehr stoppen. So. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal... Ich habe meinen Hammer, glaube ich, nicht dabei. Den brauche ich nämlich jetzt. Erst einmal kaufen wir jetzt endlich das Nähatelier. Wo ist es? Hier, Nähatelier. Und wir können es auch direkt bauen. Yes! Oh, es ist alles so super gerade. Oh, es ist so toll. Ich freue mich so. Oh Mann. Ich sollte ruhig sein. Ruhe jetzt. Oh Mann. Es ist so toll. So, aber ich muss jetzt erstmal nach Hause gehen. Und muss tatsächlich erst einmal... das Nähatelier aufbauen. Aber ich würde sagen, ich mache an der Stelle vorher noch einen Cut und wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi!